Gott sei Dank und segne alle. Einfluss von Jesus Christus auf die Weltgeschichte. Wir haben 2020 nach Christus. Das bedeutet, die Weltgeschichte hat sich radikal verändert, nach dem, was am Kreuz geschah. Unsere Zeit ist nicht 2020 nach Buddha, auch nicht nach Cäsar, auch nicht irgendetwas anderes, sondern nach Christus. Diejenigen, die irgendein anderes Datum verwenden, müssen dies im Handelsgeschäft auf dies international nach Christus umrechnen. Also ist etwas Gewaltiges da geschehen, was die Weltgeschichte massivst beeinflusst hat. Und das ist nur an der Oberfläche gekratzt. Die größte Einfluss auf die Weltgeschichte war dies, was dort am Kreuz geschah, weil jeder einzelne Blick darauf und jeder entscheidet in seinem Herzen, ob er will, das Angebot der Gnade oder nicht. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, denen die verloren gehen. Denen, die glauben, ist es Gottes Kraft. Also gibt es solche, die das glauben, für dieses Gottes Kraft. Für die nicht glauben, ist es Torheit. Und die gehen verloren. Sie wollen nicht. Nun, der Einfluss von unserem Herrn Jesus Christus ist so. Es hat einen Scheideweg. Du stehst an der Kreuzung. Der eine Weg führt in den Abgrund, wortwörtlich. Der andere führt ins Himmelreich. Das ist der Einfluss. Geistig, wirklich gesehen, geistige Welt ist hyperreal, ist viel realer wie das. Hat Einfluss auf die Materie hier, alles, was du da entscheidest in deinem Herz, hat immer Entscheidungen auf dich selbst und auf deine Umgebung. Immer. Ja? Und du entscheidest jetzt. Nimmst du diesen Einfluss, diesen maximalen Einfluss, den man überhaupt haben konnte, in die geistige Welt, in die Materie selbst, weil da scheidet sich alles. Ja? Beim Herrn Jesus Christus scheidet sich alles. Da werden die Weichen umgestellt. Entweder gehst du so links weiter, oder du kommst rechts rüber, auf den rechten Weg. Der Herr führt dich. Frage ist, willst du? Ja? Prüfe mal nach den Einfluss von unserem Herrn Jesus Christus auf diese Weltgeschichte. Du kannst dies alles nachlesen, etwa eine halbe Stunde dir Zeit nehmen, lies nach und wenn du Fragen hast, wirst Antworten bekommen, so wahr der Herr mir hilft. Wenn ich dir nicht beantworten kann, andere Brüder können das umso mehr. Ja? Geh nicht verloren. Komme auf den schmalen Weg. Ja. Amen.